Heute, was geht ab, Leute? Hunger mit einem schnellen, kurzen Video. Bin heute aufgewacht und hab ein paar Nachrichten gelesen in den Gruppen und auch direkt im Spiel gesehen. Das Wettersystem ist irgendwie weg. Zumindest bei mir, anscheinend nicht bei allen, aber bei den meisten. Oder vielleicht auch bei allen, ich weiß nicht genau. Also, Niantic hat gerade ein Statement dazu getweetet. Anscheinend arbeiten die dran und das ist nur ein Fehler. Aber das bringt mich dazu, kurz über das Wettersystem zu gehen. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht darüber geredet. Ich finde es eigentlich ziemlich gut. Gibt dem Spiel ein bisschen mehr Dynamik. Man muss auf verschiedene Sachen achten. Zum Beispiel gestern, das Video kommt noch beim Trassler, wo ich den Stream unterbrochen habe, um das zu holen. Schaut euch nochmal den Stream an, dann wisst ihr, worüber ich rede. Das war auch kurz vor dem Wetterwechsel, weil um Punkt 0, also für jede volle Stunde, da wechselt es meistens das Wetter. Also wenn es wechselt, dann zur vollen Stunde. Also das war auch ein Faktor, wo ich überlegen musste, gehe ich jetzt dahin, weil möglicherweise kommt Wetterwechsel. Oder auch bei Raids, wenn der Raid-Boss jetzt stärker ist, muss man beachten. Oder wenn man selber stärker ist und dann Wetterbonus bekommt und Raids zum Beispiel Solo schaffen kann, dadurch oder eben halt zu zweit oder sowas, Despotar. Also sowas muss man dann beachten, finde ich ziemlich interessant. Ansonsten gibt es halt mehr Staub. Mehr Staub ist immer gut für die Pokémon mit Wetterbonus. Ist einfach so 25% mehr Staub. So wie ein schwaches, dauerhaftes Staub-Event. Und dann gibt es halt bestimmte Spawns, die öfter sind. Was teilweise gut ist, teilweise auch nicht. Also das Wetter war bisher nicht so abwechslungsreich, dass ich da viel draus ziehen könnte. Bisher hatten wir immer nur dieses eine bewölkte Wetter, wo Kampf, Gift und Fee vermehrt kommt und da waren halt viele Magritas. So viele, man braucht gar nicht mehr zu dem Nest zu gehen. Aber darüber gehen wir auch noch. Nester versus Wetter. Und Trassler war auch viel, was eigentlich ziemlich gut ist, weil Trassler ganz okay ist. Und dann halt dieser eine grüne Slimer-ähnliche Typ. Ansonsten viel Hornleo, Pummeluff. Also eigentlich nicht so gut. Aber wie gesagt, mehr Staub für die. Am Anfang gab es auch viele Macholos bei dem Wetter für mehr Kampf, aber die sind auch voll verschwunden. Und leider nicht sowas wie Kickli Nocturne erhöht. Das hätte mich echt gefreut. Weil bei Eis kommt eigentlich auch öfters mehr Lapras. Und bei Normal anscheinend sogar mehr Relaxo. Und bei Kampf leider nicht mehr Kickli und Nocturne und Capoeira. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich ganz gut. Wollte ich jetzt nur mal kurz ansprechen. Das neue Wettersystem. Jetzt, wo Niantic da irgendwie einen Fehler gemacht hat und es gerade nicht läuft. Aber schreibt unten in die Kommentare eure Meinung. Das war nur so ein kurzes, schnelles Video. So eine Notiz. Wettersystem momentan weg, aber anscheinend arbeiten die dran und müsste eigentlich wiederkommen. Also keine Sorge, das wird nicht dauerhaft wieder abgeschaltet. Aber eigentlich ist es echt gut. Aber das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.